Nach seiner Knie-OP im Sommer feiert Russell Westbrook ein insgesamt starkes Comeback. Zum ersten Saisonsieg reicht es für die Oklahoma City Thunder jedoch trotzdem nicht. Die Sacramento Kings lassen sich nicht stoppen und spielen den Spaßverderber. Oklahoma City Thunder 0-3, Sacramento Kings 1-2, 120-131 BOXSCORE. Wenige Stunden vor Spielbeginn bestätigte Thunder-Coach Billy Donovan, was zuvor bereits vermutet wurde, Russell Westbrook kehrte auf das Parkett zurück. Nach seiner Knieoperation im Sommer hatte der Point Guard die komplette Vorbereitung und die ersten beiden Saisonspiele verpasst, die für die Thunder jeweils verloren gingen. Dennis Schröder machte in der Starting Five Platz für den unumstrittenen Star des Teams, der ohne Minutenlimit agierte, und von der ersten Sekunde an wirkte es so, als sei Westbrook nie weg gewesen. Von eventuellen Beeinträchtigungen nach seiner Operation fehlte jede Spur, in gewohnter Manier attackierte der 29-Jährige die gegnerische Zone und hatte bereits nach dem ersten Viertel eine beeindruckende Statline vorzuweisen, 11 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Dennoch lagen die Thunder zu diesem Zeitpunkt zurück, 34-32 für die Kings, da auf der Gegenseite Iman Shumpert absolut heiß in die Partie startete. Davon ließen sich seine Teamkollegen ganz offenbar anstecken. Die Kings versenkten bis zur Halbzeit knapp 55% aus dem Feld und hielten die Thunder damit auf Abstand. Auch nach dem Pausentee ließen die Gäste aus Kalifornien nicht locker. Angeführt von Shumpert und seinen Backcourt-Partnern Buddy Hield 17 und De'Aaron Fox 22, 10 Assists, baute Sacramento die Führung sogar bis auf 17 Zähler aus. Doch aufgeben wollten die Thunder natürlich nicht. All-Time-Scorer der NBA-Geschichte, 31K. LeBron James jagt Dirk Nowitzki als jüngster Spieler aller Zeiten. Hat LeBron James nun auch die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Bis zum nächsten Opfer Dirk Nowitzki ist es nicht mehr weit. Platz 25, Allen Iverson, von 1996 bis 2010, 24.368 Punkte in 914 Spielen, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. Platz 24, Ray Allen, von 1996 bis 2014, 24.505 Punkte in 1.300 Spielen, Milwaukee Bucks, Seattle, Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat. Platz 23, Patrick Ewing, von 1985 bis 2002, 24.815 Punkte in 1.183 Spielen, New York Knicks, Seattle Supersonics, Orlando Magic. Platz 22, Vince Carter, 1998 heute, 24.853 Punkte in 1.403 Spielen, Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Stand 7. April 2018. Platz 21, Jerry West, von 1960 bis 1974, 25.192 Punkte in 932 Spielen, Los Angeles Lakers. Platz 20, Reggie Miller, von 1987 bis 2005, 25.279 Punkte in 1.389 Spielen, Indiana Pacers. Platz 19, Carmelo Anthony, 2003 heute, 25.374 Punkte in 1.051 Spielen, Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Stand 7. April 2018. Platz 18, Alex English, von 1976 bis 1991, 25.613 Punkte in 1.193 Spielen, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. Platz 17, Kevin Garnett, von 1995 bis 2016, 26.071 Punkte in 1.462 Spielen, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. Platz
Platz 16, John Havlicek von 1962 bis 1978, 26.395 Punkte in 1.270 Spielen, Boston Celtics Platz 15, Paul Pierce von 1998 bis 2017, 26.397 Punkte in 1.343 Spielen, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers Platz 14, Tim Duncan, von 1997 bis 2016, 26.496 Punkte in 1.392 Spielen, San Antonio Spurs Platz 13, Dominique Wilkins, von 1982 bis 1997, 26.668 Punkte in 1.074 Spielen, Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic Platz 12, Oscar Robertson, von 1960 bis 1974, 26.710 Punkte in 1040 Spielen, Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks Platz 11, Hakeem Olajuwon, von 1984 bis 2002, 26.946 Punkte in 1238 Spielen, Houston Rockets, Toronto Raptors Platz 10, Elvin Hayes von 1968 bis 1984, 27.313 Punkte in 1.303 Spielen, San Diego Rockets, Baltimore, Washington Bullets, Houston Rockets Platz 9, Moses Malone von 1974 bis 1995, 27.409 Punkte in 1.329 Spielen, UA. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H, Platz 8, Shaquille O'Neal, von 1992 bis 2011, 28.596 Punkte in 1207 Spielen, Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Platz 7, LeBron James, 2003, heute 31.002 Punkte in 1.141 Spielen, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Stand 7. April 2018. Platz 6, Dirk Nowitzki, 1998, heute 31.187 Punkte in 1.471 Spielen, Dallas Mavericks, Stand 7. April 2018. Platz 5, Will Chamberlain, von 1959 bis 1973, 31.419 Punkte in 1.045 Spielen, Philadelphia, San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. Platz 4, Michael Jordan, von 1984 bis 1993, von 1994 bis 1998, von 2001 bis 2003, 32.292 Punkte in 1072 Spielen, Chicago Bulls, Washington Wizards. Platz 3, Kobe Bryant, von 1996 bis 2016, 33.643 Punkte in 1346 Spielen, Los Angeles Lakers. Platz 2, Karl Malone, von 1985 bis 2004, 36.928 Punkte in 1.476 Spielen, Utah Jazz, Los Angeles Lakers. Platz 1, Kareem Abdul-Jabbar, von 1969 bis 1989, 38.387 Punkte in 1.560 Spielen, Milwaukee Bucks. Los Angeles Lakers auf Jagd der Oklahoma City Thunder nicht belohnt. Sowohl Paul George als auch der anfangs schwachen Schröder fanden sich im Laufe der Partie immer besser zurecht. DS17 agierte dabei sowohl als Anführer der Second Unit als auch zeitweise als zweiter Ballhandler neben Westbrook mit Erfolg. OKC kämpfte sich zurück in Schlagdistanz. Im vierten Viertel kühlten die Kings schließlich langsam aber sicher etwas ab. Dennoch fand der Spalding bei den Kings in den wichtigen Momenten immer den Weg durch die Reuse.
Vor allem Shumpert präsentierte sich immer wieder als Spaßverderber der Thunder, indem er mit wichtigen Treffern einen möglichen Run der Hausherren im Keim erstickte. So sammelte der 28-Jährige insgesamt 26 Punkte, 9/13 FG. OKC ließ dagegen teilweise auch gute Chancen liegen. Vor allem von Downtown erwischten die Thunder einen rabenschwarzen Abend, 9/39 Dreier, 23,1%, und so hakelte es am Ende die dritte Pleite im dritten Saisonspiel. Westbrook zeigte dabei ein insgesamt starkes Comeback und kratzte an einem Triple-Double, 32 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists, doch auch dem Point Guard fehlte noch der Rhythmus aus der Distanz, ein Sechstel Dreier. PG13 steuerte 29 Punkte bei, Schröder zeigte wieder einmal Licht und Schatten und kam auf 14 Zähler, 5/16 FG, sowie 8 Assists. Werbung, Werbung.